Interview und Analyse zum dritten Rennen. Start in die Super 76 Wette mit Jackpot und da gleich ein heißer Siegkandidat mit Hidalgo Dream, der Erich Kuhs hat zuletzt eigentlich gesagt, Super Crowner gewinnt und dahinter kommt Hidalgo Dream und wir kämpfen um den dritten Platz. Heute ist ein Kaliber, wenn ein Super Crowning nicht drinnen. Hidalgo Dream, heute der Sieger? Weiß ich nicht, will aber nicht abstreiten, dass er hier in dem Rennen eine Chance hat. Hat allerdings mit dem frischen Sieger Red Light zu tun, der letztes Mal ausgezeichnet gelaufen ist. Und Memory G ist sowieso nicht zu unterschätzen, also sind da schon ein paar gute Pferde, Zoe Venus auch zu erwähnen, mit dabei. Aber auch Paul Martell, das darf man nicht vergessen, letztes Jahr in meiner Meinung nach sogar ein bisschen besserer Garnitur mit Jonas oft starke Speedleistungen gezeigt, jetzt bei den C-Bahn-Rennern gute Ergebnisse erzielt. Wenn das Rennen passt und schnell ist, dann auch Paul Martell da durchaus eine, die eventuell für den Sieg mitzunehmen ist? Ja, die ist möglich, das ist richtig. Die ist absolut möglich. Sie hat da eine gute Figur gemacht bei den Schlittenrennen. Und es ist ja immer ein bisschen ein Maßstab, ein bisschen ein Barometer. Wenn die aus dem Schlittenrennen kommen, dann sind sie meistens auf der Sandbahn motiviert. Ein bisschen spekulieren wir schon mit Matilda auch, weil sie ist ein Kandidat unter die ersten drei. Schlechtestenfalls 4 zu sein. Dritte Rennen, Start in die Super 76 Wette mit einem doch bisschen besseren Jackpot. Du gleich mit dabei, Star Force One, du ein bisschen schwer mit unterordnen. Die letzten Leistungen waren nämlich schon sehr ordentlich. Die Speedleistung zuletzt ist also irrsinnig schnell geworden zum Schluss. Wie siehst du da die Angelegenheit? Ja, so ähnlich wie das letzte Mal. Ziemlich ein ähnliches Rennen, auch von der Gegnerschaft her. Und ja, wenn er wieder so läuft, wird er wieder vorne dabei sein. Aber gewinnen wahrscheinlich schon schwer. Ja, gewinnen wird schwer sein, aber die letzten zwei Startwege schon einen Formanstieg zeigt und wenn er den bestätigt, wie gesagt, wird er wieder vorne dabei sein.